Mein Name ist uninteressant. Er tut nichts zur Sache. Aber es könnte ein Name sein, der vielleicht geläufig ist. Zum Beispiel Marcello Marcello. Gut, ich bin Marcello Marcello. Ich bin der oberste Capo des Drogenkartells aus Kolumbien. Ein kleines Land, große Wirkung. Wir haben, also meine Familie und ich, haben ein großes Problem. Vor 2 Tagen ist bekannt geworden, dass Teile unserer Ware aufgetaucht sind in Europa, in den normalen Supermercados. Das muss man sich vorstellen. Wie konnte das passieren? Als Mehl oder als was? No sé. No sé, compañero. No sé. Über den Ladentisch verkauft, an der Kasse. Ja? Richtig. Teil einer Bananenladung. Ja. Konnte in den Containern nicht getrennt werden. Zugriff ging verloren. Unsere Strategie war jahrelang die sicherste Variante für die Verteilung von Kokain in die ganze Welt. Wo wir in den 90er Jahren Probleme hatten mit der FBI zum Beispiel, durch die vielen Schnellboote. Sie sind rübergegangen, haben U-Boote gebaut, Schnell-U-Boote, die nur 1 Meter unter der Wasseroberfläche Tauchboote fahren und haben dort die Ware verteilen können in der Karibik auf große Containerschiffe. Beispiel, ein Schiff kommt mit Platanas, also Banane, kommt aus Panama, ganz große Ladung. Wir, das heißt nicht ich persönlich, ich brauche mir gar nicht arbeiten eigentlich. Die ganze Familie immer Kopf. Gut. Ja, Kopfarbeit, Arbeit auch des Arbeit. Kopfes. Ja. Meine Familie, nichts Arbeit, braucht nichts, nur hat Luxus. Schön, aber ich manchmal muss verstecken. Ja, gefährliches Leben, kann nicht hinten. Ohne hinten gucken, immer gucken, ist da, bang. Ich, schlechtes Leben, Reichtum, aber schlechtes Leben. Man wird philosophisch. Ja, große Philosoph, was sagen? Philosoph? Vierte Generation. Philosoph, wie heißen? Philosoph. Philosoph. Ich auch. In Kolumbien, ich, großer Philosoph, schon Bücher geschrieben. Ja? Ja. Wie Aristoteles sagt, nur über die Ruhe bewahren. Ja. Wunderbare Bilderbücher. Ich schreibe über Tod. Tote, die machen Tod. Ich, früher als noch junger Mann. Diese Hand, nix Blut, immer Handschuh. Immer Handschuh. Comprendes? Saubere Hand. Immer Handschuh. Sempre. Mano sopra. Mano sopra, sempre, sempre. L'altra mano. Aqui.
Bruder. Und zum Würgen braucht man beide. Dons malus de muerte. Möchten Sie probieren? Nein. Ah, schade. Wo ist denn nochmal mein Zahnstocher? Ah, ja. Aber hochgefährlich jetzt für Sie und Ihre Stellung, ja? Sie müssen also ein Massaker anrichten in der eigenen Organisation. Die Polizei hat da hier überhaupt nichts bewirkt. Die hat die Pressekonferenz gemacht. Die eigene Organisation hat es verpasst. Nicht sprechen. Mache. Töten. Mache. Das ist Wiedergutmachung. Ja, also ich nicht weiß, wo wirklich in vielleicht Familie eine wird schwach. Ja. Kann wird schwach sagen, ah, hier muss sagen, da und dann in Familie muss gucken. Große, große Unglück in Familie. Durch Banane. Ausgerechnet Bananen. Ausgerechnet Platanas. Das ist ein Lied, haben wir gesungen früher in der Schule. Ist, glaube ich, eine deutsche. Kann sein? Ja. Ja. Populär. Ah, da ist ja mein Zahnstocher. Ja, es muss gucken. Unglück vergeht, Organisation überlebt. Ja, wenn ich sage, durch dieses kleine Unglück, es ist eine kleine Unglück. Uns fehlen vielleicht 1-2% von unserer Generaleinnahme worldwide. Das ist nichts schlimm. Verspielt sich. Aber es ist gefährlich. Kann muss versichert alle werden dagegen? Versichern, na claro. Ja, ja. No problemo. Ja. Ja. Versichern. Aber welche über eine Schweizer Versicherung übernimmt das Risiko der Entdeckung? No. Ja. Hier, Versicherung. Ah. Ah, selbst. Selbstversicherung. Ah. Wie der Staat. Ja? Staat. Oh, Staat. Staat. Ja? Staat. Staat. Mafia. Könnte man sich vorstellen, dass in Zukunft mal die Vereinigten Organisationen, ja, nicht? Sozusagen, die auch Territorien unter sich haben, ja? Eine zweite UNO gründen? Sich selbstständig machen? Alle Nationalstaaten waren ursprünglich mal Räuber, Raubgrafen, Raubkönige, Raubstaaten. Warum bin ich noch nicht auf diese Idee selbst gekommen? Dankeschön. Mit wem würden Sie sich eigentlich vergleichen? Ja? Es gibt Napoleon? Nein, Napoleon, zu klein. Kaiser Augustus? Kaiser Augustus, zu groß. Alt. Zu groß und zu alt. Zu alt, Herr Augustus. Mhm. Na? Liebe Gott? Ja, schon eher, liebe Gott. Aber verzeih. Unsichtbar. Hauptsache, bitte? Hauptsache unsichtbar. Ja, unsichtbar. Man muss fest daran glauben. Ja. Und der Kredit beruht darauf, dass nichts ungerecht bleibt. Nichts bleibt ungerecht.